Willkommen hier wieder zurück zu Wildflowers. Ja, neuer Tag, neues Glück, wie ich es immer so schön sage. Honeybee, I'm going to stay in bed today. I just don't have much energy. Hello, anyone home? Oh, come in, Amira. What perfect timing. Sorry to come by so early. I heard you were feeling poorly, Hazel. How could you have heard that? Well, I try to make a house call at least once a month. I'm sorry I haven't been by more recently. Here's some medicine for Hazel. Thanks. It will make her more comfortable. There's not much more we can do, I'm afraid. What? You're just... giving up? That's not fair. I've tried referring her to the best specialists and research trials, but she refused them all. Anyway, I need to get back to the clinic. Hazel, get some rest. I will. Don't worry. Tara's taking good care of me. Oh, don't be mad at Amira, honeybee. She's right. I decided to enjoy the time I had left, rather than be strapped to a bed with tubes coming out of me. I'm grateful that I've had the strength to teach you what I can. I am not afraid of what comes next. Wow. Das kam jetzt ein bisschen überraschend. Okay. Na komm, wir gucken einfach mal. Eigentlich hätte ich damit lieber gerne was anderes gemacht, aber egal. Achso. Wir können die Kartoffeln ernten. Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Und aussehen können wir dann nochmal... Bohnen 4, Karotten 5, 6, 4. Dann nehmen wir doch die Bohnen. Und nochmal Bohnen. Immer schön Bohnen, Bohnen, Bohnen. Und auch immer alles schön wässern. Nicht an die Blumen gehen. Oh. Der Honig braucht noch... Achso. Mir fehlte sogar noch einer. Oh nein. Nein, 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 nein. Mann. Und Honig braucht auch noch. Okay. Oh nein. Was hat er denn jetzt vor? Hello! How are things on your farm? I've been thinking, perhaps you would like to try your hand at raising livestock. Like cute little sheep and stuff? That would be so much fun. Great! All we have to do is rebuild the broken down ranch by Thomas's farm. Wait, what? The previous rancher sourced all of the livestock for farms on the island. If you find the materials to rebuild the ranch, I can ask Parker to fix it up, and we can flip it to a new rancher who has inquired about moving here. Would make us a tidy little profit, and you could then keep chickens, cows, and such like. Okay, I'll help. Wonderful. Just bring the materials to Parker when they're ready. Wow. das ist ja nicht gerade wenig gewesen, ne? Erstmal hier wieder Unkraut einsammeln. Das ist noch Unkraut. Also das war nicht gerade wenig. Das waren 1000 Gold, die eben mal so schnell bekommen, ne? Und ja. Aber gut, dafür dann habe ich Hühner, dann kriege ich wieder Eier und es ist ja nicht so, dass es nicht irgendwie was dafür zurückgibt, aber das ist trotzdem
Nicht gerade ohne. Oben ist ein Pilz, okay. Oh, look at the head scratches. Yay. Na toll. Da sehe ich es erst richtig. Ich dachte gerade ernsthaft, ich hätte schon die Hälfte voll. Das haben wir zusammen, aber der Rest ist noch offen. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Ach, der Trank ist ja auch vorbei. Ach nee, jetzt brauche ich wieder länger. Oh. Hexenkraut nehmen wir mit. Toll. Jetzt bekomme ich Seetang, ne? Ist hier die ganze Zeit kein Seetang, nicht einen kleinen Bissen. Thunfisch, Thunfisch, Thunfisch. Ich will den großen Fisch. Eine Makrele. Brrr. Ich will Thunfisch. Frage ist halt, bekomme ich den Thunfisch mit einem... Oh. Rezept. Nein. Ich will immer noch Thunfisch. Ach, komm. Dann nehmen wir das Rezept. Is it? It is. Reiswein. Yay. Wann für Reiswein? Also. Müsste unten bei den Getränken sein, ne? Hier, muss ein Reiswein. Bin ich blind? Hinter? Muss echt blind sein. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Der muss doch hier irgendwo sein. Nudeln, Fischbägel, Zucker. Garnelen. Kokosreis, Meeresfrüchte. Fischstäbchen. Achso, es geht noch weiter runter. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber das ist auch kein Reiswein. Hä? Zitrone? Ich verstehe es nicht. Have you met Violet and Sebastian? They're the sweetest kids. And way too independent, given their age. Since Gloria disappeared, I give them as much free food as they want. But I don't want to mother them too much. Oh, Bananen. Kann ich ja das Bananenbrot machen. Jetzt gibt mir einen blöden Thunfisch. Nein, ich will den großen Fisch. Der Fisch wollte mich verarschen. Das habe ich genau gesehen. Gotcha. Ein Seebarsch. Nein, fast noch eine Kokosnuss. Hm.
habe da gerade mal so eine ganz dumme Idee. Die funktioniert aber leider nicht, weil er hat nicht auf. 11 bis 17 Uhr, okay. Okay. Ah, reden wir einmal mit dir, komm. Sometimes I think I'll get tired by all of the perfectly beautiful days here, but I never do. Ich mag sie nicht. So, bei dir möchte ich jetzt was kaufen. Nämlich erstmal Waffeln. Und Mehl. Eier, Hafer. Hafer brauche ich nicht, ne? Verdammt. Egal. Wer war denn das mit den Kartoffeln? Ach ja, der Bäcker. Und der Bäcker hat auch auf. Wunderbar. Oh, is that what I think it is? Yes. Here's your potatoes and mushrooms. Yay! These pierogies are gonna be so awesome. Here's your cut and some croissants. You must be starving. Francis gets a bit restless sometimes and wants to take the ferry over to Milkwater for some culture. He says the only culture I care about is my sourdough starter. Okay. So, Ich habe so eine dumme Befürchtung. Vier Herzen. Ein Herz. Mit dem Shelby kann ich definitiv, ich würde jetzt mal sagen, nicht heiraten. Den Thomas auch nicht und Sophia auch nicht. Also würde ich sagen, Violet dann leider auch nicht. Parker auch nicht, Sebastian auch nicht. Kim hat nämlich 7 Herzen. Genauso auch Kai. Cameron? Ernsthaft? Amira. Und Damon. Das ist, ja. Das heißt aber, irgendeinen anderen Vorteil muss ich dadurch haben, dass ich mit ihr rede. Parker keeps asking me if I might get some cherry branches in. And I'm like, Parker, they're in season for 2 whole weeks out of the year. And the Milkwater florist always gets a jump on all the good stock before it can make it on the ferry. Das heißt also, wir haben gar nicht so eine große Auswahl. Ich glaube, das waren jetzt 4 Stück, 5 Stück. Ist nicht gerade viel. Jetzt gucke ich aber trotzdem erstmal wieder hier nach Unkraut. Na, jedenfalls schon mal ein Pilz. Der gute alte Shelby ist auch da. Und eine Erdnuss. Achso, sie möchte Weizen haben, ist ja noch nicht fertig, ne? Every night I tell myself I should go hang out at Damon's bar. Make more of an effort to, like, put myself out there. And almost every night I stay on the couch binge-watching some show I've already seen a million times. Okay. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich den Reiswein mache. Fällt mir gerade mal so ein. Have you ever been by the Consciousness Center, Shelby? Why would I want to do that? Heard that Cameron's always going on about walking the path. Huh. Never seen him set foot in these woods, I'll tell you that. Das stimmt, glaube ich, nicht so ganz. Wir hatten ihn hier schon gefunden. Aber ich lasse das jetzt mal so für dich, okay, Shelby? Natürlich, das nehme ich. Raune nehme ich nicht. 3 Stück habe ich schon mal. Yay. Eine Muschel habe ich nur. Ah. Auch hier wieder ärgerlich. 2 Sachen zum Einsammeln. Unkrauttechnisch sieht das gerade echt nicht gut aus für mich.
Nee, also auf was ich hinaus möchte, was ich für eine großartige Idee hatte. Man kann ja bei Bruno Sachen kaufen. Die man auch wieder verkaufen kann. Und so kann ich das nach oben bringen. Kostet vielleicht ein bisschen was, aber könnte funktionieren. What makes your medicine so effective, Amira? You really want to know the secret? Yes! Come closer. Okay. Genuine care. Oh. I thought you might say adaptogens or whatever. Those aren't real. Da ist er ja. Er hat sogar schon früher auf. So, wartet. Wir gucken mal. Wir können bei ihm kaufen Wurm, Grille und einen Kaulbarsch. Und wir können bei ihm verkaufen. Auch Würmer. Das heißt also, wenn ich jetzt hier Würmer kaufe, beispielsweise 100 Stück, oh mein Gott, da mache ich ja echt Minus. Den Hering, den brauche ich noch. Den Seebarsch, den Stör, meine Güte. Kommt zur Zeit, bräuchte ich keine Tinte. Das funktioniert leider nicht so, wie ich es mir dachte. Eine Sardine. Kommen dann noch die Venusmuschel weg. Kalbarsch. Könnte hier sogar irgendwie mehr Sinn machen. Wenn ich jetzt für 100 Stück kaufe, und dann hier, sag jetzt mal, kaufen. Kann ich für 12 kaufen, hatte ich gesagt, ne? Egal. Thunfisch! Wir können Thunfisch kaufen! Zum Shoppen! Geil. Thunfisch! Okay, jetzt komme ich gleich zu meiner Theorie, was man machen kann. Sekunde. Wir kaufen 10 Thunfisch. Zum Einkaufen noch. Möchte ich wissen, wie viel Mehl haben wir? 4. Das heißt, ich brauche nochmal 6 Mehl. Ich glaube, dafür habe ich gar nicht genügend da. Ne, fehlt mir. Mist. Kann ich irgendwas verkaufen? Oh, ja. Ich könnte Kartoffeln verkaufen. Okay, jetzt machen wir es erstmal so. So, jetzt passt auf, passt auf, passt auf. Hahaha. Das war jetzt eine echt riskante Sache. Aber ich glaube, ich bin jetzt hier gerade Big Brain. Ja, ich habe jetzt 35 ausgegeben. Nämlich für Fischstäbchen. Und wenn ich richtig nachdenke, hoffe ich, oder beziehungsweise wenn ich richtig schätze, oder wenn ich, also ich hoffe eigentlich, dass es genauso funktionieren könnte. Verdammt, ich war doof. Haben wir uns jetzt 10 Fischstäbchen hergestellt. Damit könnte ich erstmal schon lange, 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 lange unten in der Mine aushalten. Aber der Katze gebe ich jetzt auch noch ganz kurz was. Hier, Kitty, 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 Kitty. Miau.
still liked that, didn't you, Kitty? Oh, das gibt schön einen Boost nach oben. So. Also wir müssen uns merken, wir haben 35 ausgegeben. Jetzt müssen wir gucken, wo können wir die Fischstäbchen verkaufen. Das müssen wir jetzt gucken, wo können wir sie verkaufen und wo können wir damit am meisten verdienen. Oder am besten. Na halt. Ich glaube jetzt nicht in der Bäckerei, aber wir gucken mal. Nein, da kann ich nur Croissants verkaufen. Vielleicht kann ich ja sogar bei ihm die Fischstäbchen verkaufen. Nö. Kaufst du die? Kaufst du die? Nee. Hat nicht auf. Sie hörte zu? Jetzt uncool. Da, wo ich sie verkaufen könnte, funktioniert nicht. Muss sie auch irgendwo verkaufen können. Hat sie doch nicht mehr alle. Ich brauche doch irgendwo das Geld her. Noch einen Laden mit Essen? Ja, die Kneipe. Ach, die hat erst abends auf. Das ist doch... Ah. Bei ihm kann ich auch nichts verkaufen. All the small business owners here get a discount at my place. But Sophia gets a double discount. It's my way of paying her back for all the free food she makes me take. Oh Mann. I don't tell my folks back home that I joined the League of the Conscious Mind. My mama worked all week, but she still dragged me and my brother to church every Sunday. She would not be pleased. I gather that my grandma doesn't think much of the Consciousness Center either. Yeah, well, that's Hazel. I get it. If I were her age, I wouldn't want to hear life lessons from some young newcomer either. Dann würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich werde jetzt einfach nur noch Holz fällen und dann in der nächsten Folge, wo wir dann mit dem nächsten Tag starten, macht es dann, glaube ich, wieder mehr Sinn, weiterzuarbeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, sage bis zur nächsten Folge und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.